So. Wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss hinten weiter. Bis nach da. Ich bin hier nur vorhin rübergesprungen, weil der Sumpf war abgehauen. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Einfach weiter umgucken und dann müssen wir uns noch den Strand suchen mit den Feuerwaranen. Und noch irgendwas fehlte uns. Was fehlte uns noch? Schattenläufer. Wir brauchen noch einen Schattenläufer. Wo auch immer wir den uns herzaubern sollen. Im Notfall gibt es Schattenläufer beschwören? Nee, glaube ich nicht. Das wäre natürlich richtig cool. Aber ich fürchte, das gibt es nicht. So. Hallo? Falsche Richtung. Also ich mich gerade frage, ob es hier sowas wie also Angriffe gibt, die auf jeden Fall kritisch treffen. Weil in Minecraft soll es ja angeblich so sein, dass wenn man einen Sprungangriff macht, dass man mehr Schaden macht. Ich habe es bisher zwar noch nie festgestellt, dass es dem so ist, aber wie gesagt, angeblich soll es so sein. Und das wäre halt interessant, ob es sowas hier auch gibt. Wo so ein Sprungangriff, kritischer Angriff irgendwie, also forcierter kritischer Angriff nenne ich es mal. So, ich glaube, es gibt nur noch einen Sumpfhai und das ist der vorne, den wir vorhin übrig gelassen haben, weil er in die falsche Richtung war. Das ist Kraut. Ah, da ist noch einer. Oder ist das der sogar? Ich weiß es nicht. Hier ist die Hütte wieder. Stimmt, in die Hütte muss ich ja sogar, glaube ich. Wenn der Typ jetzt nicht wieder wegläuft. Ah, er läuft weg. Okay, war so klar. Aber vielleicht kehrt er jetzt zurück, wenn das Viech tot ist. Weil er sich dann nicht mehr in Gefahr fühlt. Doch, er läuft immer noch weg. Aber die Hütte an sich bringt mir, glaube ich, gar nichts. Ich weiß aber nicht, ob der Typ mir überhaupt was bringt. Es kann auch sein, dass ich hier schon mal drin war. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, was ich alles schon wie wo gemacht habe. Toll. Dafür spiele ich zu wenig am Stück und zu viel getrennt. Also, ich habe ja angefangen vor einem halben Jahr. Naja, nicht ganz. Aber trotzdem schon vor ewigen Zeiten im Endeffekt. Dieses Let's Play. Und weil ich halt nicht. Und habe dann aber halt erst später angefangen hochzuladen, weil ich nicht wusste, schaffe ich es halt, so viele Folgen am Stück zu produzieren, dass ich wirklich täglich was rausbringen kann. Und deswegen habe ich halt lieber erstmal was gespielt, damit ich was auf Vorrat habe. Dass ich auf jeden Fall täglich was raushauen kann, selbst wenn ich es noch nicht durchgespielt habe. Und ja, habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich jetzt anfange hochzuladen. Und ich muss ja zugeben, dass ich jetzt langsam in Verzug gerate. Also noch nicht natürlich, aber vielleicht bald. So. Hier ist nichts mehr. Jetzt muss ich gucken, ob der eine Sumpfhai noch da ist. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich vielleicht zu dem Typen zurückgehen und ihm sagen, dass sein Sumpfhai-Problem gelöst ist. Das wäre natürlich sehr cool. Ich kann einfach mal gucken, ob ich hier noch irgendwie eine Quest kriege. Ich glaube nur, dass ich in die andere Richtung nicht drüber komme. Mal Okun. Erwache! Wie läuft die Krautproduktion? Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste, um genug für uns und den Handel mit den anderen Lagern herzustellen. Aber es ist ein Opfer für den Schläfer. Und so bringen es die Novizen gerne. Und jetzt, wo der Schläfer sich als Ernstdämon rausgestellt hat und unser Feind ist, was sagt ihr dazu? Entschuldigung, ich sollte wieder näher ans Mikrofon gehen. Ja, ich habe hier so ein kleines Problem. Ich habe ja momentan kein richtiges Stativ hier, sondern einfach so einen Tischmikrofonständer. Und der ist relativ bescheiden. Der ist vor allem, da mein Stuhl... Ah, mach ich jetzt Schluck auf. Da mein Stuhl sich nicht in der Höhe verstellen lässt, ist das ziemlich dämlich, weil ich dann immer leicht krumm sitze, um vernünftig ins Mikrofon reinreden zu können. Das stört mich selbst ein bisschen, aber ist halt so. Und, ja. So lang, so viele Let's Plays mache ich jetzt auch nicht, dass es dann Konsequenzen haben sollte. So, ich sehe keinen Sumpfhai mehr. Ich
Ich höre was plätschern. Das könnte auch einfach das Wasser sein. Ah, vor allem finde ich den, habe ich den Typen auch gerade nicht gesehen. Also wir sind jetzt wieder einmal das ganze Wasser lang gelaufen oder war das da vorne rechts erst? Ah, da steht er, glaube ich. Mal gucken, ob wir ihm jetzt irgendwas sagen können. Ich bezweifle nicht. Aber ich befürchte nicht. Erwache! Ja. Hat sich nichts geändert. So, jetzt haben wir die Viecher alle erledigt. Gehen zurück ins Lager und wo bist du dabei? Zurück ins Lager. Doch ja, wir müssen jetzt aus dem Lager wieder raus. Und dann einen Schattenläufer suchen. So. 36. Was mache ich denn jetzt? Mache ich Armbrust oder mache ich Magie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir da einfach unsicher, was ich nehmen soll. Und vor allem, von wem kann ich Amulette bekommen? Steht hier vielleicht noch irgendwas? Händler im Sumpflager. Fortuno handelt mit Kräutern, Denovicidare mit Waffen, Balkadar Sprunen und Spruchrollen, Guru Tränk Amulette der Balkadar, Novizenrüstung von Balen Amib. Interessant. Und Gorna Tok verteilt bessere Templerrüstung, das habe ich ja schon. Also Balkadar wäre ist in diesem Fall und das dürfte der hier sein. Ja, Balkadar. Und da haben wir, glaube ich, schon alles durchgeguckt. Ich möchte... Oder? Amulett. Ah, da war was. Ring der Unbezwingbarkeit. Ha. Ringeisenhaut. Ringeisenerzhaut. Ring Unbezwingbarkeit. Verteidigung. Läuterung. Ring Geisteskraft. Unantastbarkeit. Mache ich 10-10 oder mache ich 5-5-3-1? Ich nehme einfach mal beide. Habe ich was auf Lager. Ring der Standhaftigkeit bringt mir dann weniger was. Flammenschutzring auch nicht. Aber der hat kein Amulette. Alles nur Ringe. Zauber hat er natürlich noch schön, aber natürlich könnte ich mir einen Zauber Heilung mal zulegen. Das sollte ich echt machen. Brauche ich Kreis 2. Den sollte ich dann auch lernen. Einfach, weil es kann doch mal schnell passieren, dass man drauf geht. Lebenskraft verkaufen wir mal. Stärke verkaufen wir auch mal. Habe ich noch Waffen übrig? Ja, habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann tun wir die Rüstung noch drauf. Und was wir natürlich jetzt auch haben, ist Sumpfeihaut. Da kann ich eigentlich die Rüstung wieder runternehmen. Weil, wie gesagt, das tue ich ja immer ungern. Aber wofür haben wir jetzt das ganze Zeug hier? Krallen. Zähne. Haut vom Lurker. Lurkerklaue. Trollhauer brauchen wir. Trollfell hebe ich mal auf. Wolfsfell können wir auch drauflegen. Sumpfeihaut-Zähne. Ach du Scheiße, 500 das Stück wert. Tun wir davon noch ein paar Häute drauf. Machen wir so. Gucken, ob er uns noch was für 22 anbieten kann. Vielleicht einfach 22 Erz. Ja. 1, 2, 1, 2. So. Und jetzt ziehe ich einfach mal Ring der Unbesiegbarkeit. Ich ziehe einfach mal den Ring an. 20 Lebensenergie weniger. Dann fehlt uns nur noch ein Amulett, ein vernünftiges. Wäre natürlich geil, wenn es nur Amulett der Unsterblichkeit oder so gäbe. Mit irgendwas Fetten drauf. Das würde mir sehr gut gefallen. So, jetzt müssen wir raus. Also nach links und dann in die Wald. Oder in irgendwelche Höhlen. Aber ich weiß von keinen Höhlen, wo wir hingehen können. Wo ein Schattenläufer sein könnte. Also bestimmt gibt es irgendwo welche, aber keine Ahnung wo. Und, ach ja, Lester. Wo finde ich Lester? Mir fällt auch einfach kein Ort mehr ein, wo er sein könnte, ist mein Problem. Sonst würde ich ja noch mal ein paar Orte absuchen, aber welche? Ach stimmt, ich wollte auch noch mal... Komm, wir laufen noch ein bisschen schneller. Falsche Richtung, da.
Das dauert sonst so ewig. So. 2 Minuten Sprint. Und wir haben auch schon wieder 16:30. Muss heute ein bisschen was tun. Habe ja leider eine Menge vor mir noch, was ich lernen muss. Und gucken wir einmal kurz hier rein, aber ich glaube nicht, dass da was drin ist. Hier sind Heilkräuter davor, was ich schön finde. Nein, hier sind nur Pilze. Noch viel vor mir zu lernen, vor allem was Anatomie angeht. Aber ja, klappt schon irgendwie. Darf ich halt sonst nicht so viel Freizeit genießen, wenn ich halt ein paar Let's Plays machen will. Ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht, ob irgendwelche meiner Kollegen hier aus Ungarn hier mitgucken. Wäre natürlich schön, wenn ihr euch dazu bekennen würdet und vielleicht mal einen Kommentar unterschreiben würdet. Würde ich mich natürlich freuen. Davon habe ich was Rotes gesehen. Was ist das gewesen? Weiß nicht. Hier irgendwo irgendwas. Hier müssen doch irgendwo Gegner sein. Würde ja auch nicht zur Musik kommen, denke ich mal. Ansonsten laufen wir gerade wunderbar Richtung Strand. Oben ist noch ein Türmchen, wo wir gleich vorbeigucken können. Sieht einfach so bescheuert aus mit der Waffe in der Hand. Gibt es hier auch einzelne Feuerwarane? Nein, gibt es nicht. Okay. What the fuck? Ja, und da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr bekommt irgendwann auch mal wieder eine vernünftige Abmoderation von mir. Nur jetzt gerade, also nachdem das eben war, ich bin da, wie gesagt, wie ihr gemerkt habt, krepiert. Und danach habe ich mich dann entschieden, dass ich einfach nochmal... Ja, ich musste eine Menge nachspielen, so. Und habe dann einfach das Offscreen schnell gemacht und bis hierhin. Und habe jetzt gerade 3 Versuche schon mal gebraucht, um diese scheiß Viecher da umzubringen. Keiner davon hat geklappt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt mit einem Kugelblitze vielleicht was gemacht kriege. Auf 6 habe ich den. Und ansonsten fällt mir dann auch nichts mehr ein, außer ich hole mir einen Bogen und versuche es damit. Das Problem ist, den Bogen, da müsste ich erstmal noch Fernkampf lernen und alles. Also einen Bogen, Armbrust meine ich natürlich. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Fast ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe, aber es hat geklappt. Ich muss zugeben, die Viecher bringen so viele Erfahrungspunkte, dass ich versuchen möchte, die anderen auch zu kriegen. Und deswegen, ja. Speichern wir ab. Und versuchen es einfach nochmal. Ich habe jetzt ja das Amulett mit 20 Mal Feuerschadenschutz, dann noch den Ring mit 3 Feuerschadenschutz. Und ich hoffe einfach mal, dass ich dadurch ein bisschen mehr überlebe. Aber ich fürchte, dass es nicht klappen wird. Ja, seht ihr, ein so ein Teil macht direkt, dass ich fast drauf gehe. Okay. Also diese Feuerzauber von denen sind unglaublich stark. Und deswegen, was auch immer das für komische Tränke sind. Müssen sie auf jeden Fall weg. Ja, die Feuerzauber von denen sind schon ziemlich stark. Die hauen Fett rein. Und deswegen, wird das jetzt sehr riskant, aber ich will es versuchen, einfach weil die... Was ist das? 400, 500 Erfahrungspunkte bringen? Ich habe jetzt nicht so genau drauf geachtet beim Kämpfen. Den einen habe ich umgebracht, das weiß ich. Jetzt sind noch 3 Stück übrig. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten getroffen habe. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich bin direkt weggelaufen. Natürlich geil, wenn ich die irgendwie auseinanderziehen könnte, aber es klappt, glaube ich, nicht. Vielleicht einen anlocken.
Ja. Na komm schon. So. Entschuldigung, dass ich gerade sehr leise bin. Ich konzentriere mich nur, dass es halt nichts schief geht. Weil, boah, ihr seht, einmal so ein Zauber von dem bringt mich mehr als die Hälfte um. Und das wäre mies, wenn das schief gehen würde. Zumal ich gerade es so schön geschafft habe, einen wegzulocken. Jetzt nur noch die zwei vor mir habe. Das kostet verdammt viele Leben. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch genug. Aber wenn das jetzt nicht jeder 500 Erfahrungspunkte bringen würde, würde ich es ja auch sein lassen. Aber was 500? Das sind doch 1000 Erfahrungspunkte, die da vorne rumstehen. 1000 Stück. Und mit diesen 1000 wären wir... Ach, scheiße. Immer noch genug entfernt vom nächsten Level ab. Das habe ich befürchtet. Dass der Schlag nicht sitzt und ich deswegen dann... ja, genau. Ist ja auch immer so eine Angst, die ich habe bei solchen Spielen, dass ich aus Versehen statt zu speichern laden drücke oder statt zu laden speichern drücke. Das ist immer so eine Sache, wo ich denke, oh, wenn das jetzt passiert, dann hättest du verkackt. Ist bisher Gott sei Dank nicht passiert. Heilung, achso, mir fehlt noch magischer Kreis, den muss ich noch lernen. Ich habe mir den Heilzauber extra geholt. Das hätte sitzen müssen. Ja, da ist wieder vorbei. Ah, laden, laden. Wie kriege ich das denn jetzt hin?